So, willkommen zurück zu unserer Vorlesung Urheberrecht. Wir befinden uns im Themenbereich Digitalisierung, könnte man sagen, und sind da beim Schutz von Computersoftware. Wir haben bereits grob diskutiert den Schutz von Computersoftware durch das Patentrecht. Wir haben gesehen, dass das Hauptproblem ist, dass unser deutsches und das europäische Patentrecht sagen, dass Computerprogramme als solche nicht dem Patentrecht zugänglich sind, wohl aber Computerprogramme, die nicht als Computerprogramme geschützt sind, sondern als Bestandteil eines technischen Erzeugnisses. Wir haben dann gesehen, dass das praktische Problem dabei ist, dass man irgendwie nicht vernünftig unterscheiden kann, ob eine Software technisch oder nicht technisch ist. Denn jeder Computer ist per se ein technisches Gerät und damit jedes Programm, was ich darauf laufen lasse, automatisch auch in gewisser Weise technisch. Die Rechtsprechung kämpft damit seit vielen Jahren und eine perfekte Lösung hat man nicht gefunden. Wir haben gesehen, dass es da verschiedene Methoden gibt, sich dem anzunähern, aber bis heute keine eindeutige Linie gefunden wurde. Heute machen wir weiter mit dem Schutz von Software durch das Urheberrecht, denn wir haben ja keine Vorlesung Patentrecht, sondern eine Vorlesung Urheberrecht. Und deshalb machen wir heute mit dem Hauptproblem weiter. Was wird eigentlich geschützt? Und wir haben letzte Stunde damit aufgehört, dass wir uns den Paragraphen 69a Urheberrechtsgesetz einmal näher ansehen. Und wenn Sie da ganz kurz reinschauen, dann sagt der 69a explizit, dass keinerlei qualitative oder ästhetische Anforderungen verlangt werden können. 69a Absatz 3 Satz 2. Das ist also ein sehr flaches Kriterium und das kann gerade im Softwarebereich zu großen praktischen Problemen führen. Und um Ihnen das zu illustrieren, habe ich hier ein paar Referenzfälle aus den USA mitgebracht. Und der legendäre historische Fall ist Apple gegen Franklin. Sie müssen sich dazu vorstellen, lange bevor es Macintosh, iPhone und iBook und keine Ahnung was gab, gab es einmal den Apple II. Und der hieß wirklich Apple II, nicht Apple Macintosh II oder Apple iPhone 2, das war ein Apple II, ein Computer der frühen 80er Jahre. Und dieses Gerät hatte einen großen Vorteil. Man konnte beliebige Programme darauf ausführen lassen. Man konnte also Disketten reintun und Programme starten. Und das Problem dabei war, dass ein Apple-Computer damals umgerechnet ungefähr 2.500 € kostet, das heißt 5.000 D-Mark, und dass sich das viele Leute nicht leisten konnten. Die Technik, die dem Apple-Computer verbaut war, war aber Standardtechnik, das heißt nichts, was Apple selber erfunden hätte, sondern da waren Prozessoren drin und Speicherbausteine und Diskettenlaufwerke, die konnten sie auch separat erwerben. Und so gab es schlaue Unternehmer, die haben gesagt, ach komm, lass uns doch ein Apple-kompatibles Gerät bauen. Kompatible Geräte kennen Sie heutzutage auch bei Smartphones. Android-kompatible Geräte gibt es jede Menge. Während iPhone-kompatible Geräte gibt es keine. Und was passierte jetzt in diesem dramatischen Fall? Die Firma Franklin hatte diese Geräte, wo exakt dieselben Bauteile drin waren wie bei Apple, aber sie hatten ein Problem, nämlich den BIOS-Chip. BIOS steht für Basic Input-Output System. Das ist quasi die tiefste Ebene, mit der Sie Computer steuern können. Und es gab in jedem Apple-Computer einen Chip, der bestimmte Standardbefehle enthielt, zum Beispiel, dass man eingeben konnte, Catalog, um eine Verzeichnisliste anzuzeigen oder Run, um ein Programm zu starten. Das war in diesem Chip eingebrannt. Und wenn Ihr Computer Apple-kompatibel sein wollte, brauchte er diesen Chip. Und die Firma Franklin ging nun hin und las exakt das aus, was auf dem Chip von Apple war, und programmierte das einfach eins zu eins nach für ihren Chip. Und dann stand beim Starten da nicht Apple 2, sondern Orange 2 oder Banana 2 oder keine Ahnung was. Und dann liefen da alle Programme drauf, die auf dem Apple liefen. Und Apple
war damals schon nicht begeistert davon, dass man ihr Meisterwerk nachmachte, und sie verklagten Franklin. Und Franklin hatte im Wesentlichen drei Verteidigungsstrategien. Die erste Strategie war, wir haben nichts urheberrechtlich Schutzwürdiges entnommen, denn den Quellcode, da wo die kreative Formulierung drin war, haben wir nie gelesen. Wir haben nur das genommen, was am Ende rauskommt, nämlich den computerlesbaren Code. Und den hat nicht ein Mensch gemacht, sondern ein Computer. Das sind alles nur Einsen und Nullen. Und das sei eben urheberrechtlich nicht schutzwürdig. Die zweite Strategie war die vielleicht schlauere. Man sagte nämlich, wenn wir ein kompatibles Gerät herstellen wollen, brauchen wir diesen Chip. Ohne diesen Chip laufen Apple-Programme darauf nicht. Das heißt, es gibt keine technische Möglichkeit, ein kompatibles Gerät herzustellen ohne diesen Chip. Und deshalb sei das notwendig, eben als Teil der Standardisierung. Sie können sich vorstellen, dieser Fall hat damals viel Aufsehen erregt, weil er eben entscheidend dafür war, ob man Geräte nachbauen durfte oder nicht. Das heißt, ob es Apple-Computer nur von Apple gibt oder auch von anderen. Und wie Sie aus Ihrer Beobachtung des heutigen Alltags vielleicht festgestellt haben, ist das Ergebnis relativ klar. Es gibt einen Schutz A für binäre Daten, das heißt Daten, die nicht mehr menschenlesbar sind. Die Computersoftware wird nicht nur geschützt, wenn sie menschenlesbar ist, sondern auch, wenn sie computerlesbar ist. Aber bei der zweiten Frage hat das Gericht eine etwas schwerwiegendere Entscheidung getroffen. Es hat nämlich gesagt, es gibt kein Recht auf Übernahme von Software, wenn sie erforderlich ist, um kompatibel zu bleiben. Es gibt also keinen, wie soll man sagen, Marktzugangserfordernis, sondern ich kann in der Tat den Zugang zur kompletten Plattform durch Software versperren. Sie wissen, der Apple II hat sich relativ schnell erledigt. Das hat ungefähr 3 Jahre gehalten. Danach kamen die IBM-PCs und IBM hat genau das nicht gemacht, was Apple gemacht hat. Sie haben nämlich keinen Schutz für ihre BIOS-Chips beansprucht. Das heißt, jeder konnte PC-kompatible Geräte herstellen. Das heißt, sie konnten Dinge nicht nur von IBM kaufen, sondern auch von Aldi oder von Lidl. Und deshalb haben sich die Dinge auch durchgesetzt. Sie sehen also eine historische Entscheidung. Das ist die linke Hälfte, die im Wesentlichen sagt, es gibt keine Einrede, die heißt, ich muss kompatibel bleiben. Die rechten Fälle sind dagegen in die andere Richtung. Deshalb zeigt der Fall auch in die andere Richtung. Nämlich, der erste Fall war Lotus gegen Borland. Das sind beides Unternehmen, die Sie nicht mehr kennen. Sie kennen wahrscheinlich heute alle Excel von Microsoft. Das ist eine Tabellenkalkulation und da können Sie Formeln eingeben und errechnen dann automatisch Zeilen und Spalten aus. In den 80er Jahren war das die Innovation am Computer. Man kann Zahlen in Tabellen reinschreiben, der Computer rechnet von ganz allein. Und der Marktführer zur damaligen Zeit war ein Unternehmen, das hieß Lotus. Und Lotus hatte ein Programm, das hieß 123, Wahnsinnsname für ein Programm. Und das stand, ich glaube, erstens für Daten eingeben, zweitens für Daten ausrechnen und drittens für Daten in Charts umwandeln. Ja, also 3 Schritte, eingeben, verarbeiten und präsentieren. Und das war in einem Programm, das war toll. Und Borland war so toll, dass sie ungefähr die Position hatten, wie heute Google mit Chrome für Internetbrowser oder wie Microsoft mit Windows für Betriebssysteme. Sie waren schlicht marktbeherrschend. Und jeder Mensch, der was auf sich hielt und irgendwie im Unternehmen tätig werden wollte, musste Lotus 123 beherrschen, und zwar alle Tastenkombinationen, denn wir bewegten uns in einer Zeit, wo es noch keine Mäuse gab. Das heißt, sie mussten Sachen eingeben wie Schrägstrich, Copy 32,7 und dann kopierte er halt irgendwelche Spalten rüber. Und das war super. Die Leute konnten sich das halt alles merken und sie waren damals geistig noch fitter als heute und sie mussten das alles mit Tastatur machen. Jetzt kam die Firma Borland. Borland war ein Unternehmen, was bekannt geworden ist mit Sprachen wie Turbo Pascal oder heute Delphi und sowas, die also aus dem Programmiersprachenbereich kamen. Und sie wollten auf diesen sehr lukrativen Markt für Tabellenkalkulationen. Und sie haben eine Benutzerumfrage gemacht und haben festgestellt, niemand kennt Borland Quadro Pro. Quadro übrigens der Witz, weil das ist ja 4, ne? Lotus 1, 2, 3 und Quadro Pro, weil es dann 4 Funktionen hat, das ist also viel besser. Und damit die Leute von 1, 2, 3 auf Quadro Pro umsteigen, können wir zuerst mal die Preise senken.
Und in der Tat, Quattro Pro kostete die Hälfte von dem, was 1, 2, 3 kostete. Wir können aber auch mehr Funktionen einbauen und haben tolle grafische Oberflächen, erstmalig Mausbedienung, es lief schneller. Und trotzdem wollte niemand Quattro Pro kaufen. Warum nicht? Weil die Leute ihre Tastenkombinationen gewohnt waren und blind quasi schon ihre Backslash irgendwas XY eingaben. Also hat Borland das getan, was relativ nahe lag. Sie haben exakt dieselben Tastenkombinationen, dieselben Befehle, die es bei Lotus 1, 2, 3 gab, auch in Quattro Pro eingebaut. Sie konnten also in Quattro Pro exakt dieselben Tasten drücken und es kam exakt dasselbe raus wie in Lotus 1, 2, 3. Und damit war das natürlich für sie eine attraktive Sache, weil es billiger war, mehr Funktionen hatte, schneller war und tastenkompatibel war. Und dann haben die Leute gesagt, dann kaufen wir lieber Quattro Pro. Das fand Lotus nicht gut und sie haben Borland verklagt mit dem Hinweis, das ist doch abgeguckt, denn geschützt sind ja alle Erscheinungsformen des Programms, der Binärcode, wie wir eben gesehen haben, aber möglicherweise auch die Benutzeroberfläche, das heißt die Tastenkombination. Und das Gericht musste jetzt wieder entscheiden, gibt es einen Schutz für Tastenkombinationen? Also gibt es die Möglichkeit zu schützen, Backslash 1, 2, 3, um dann irgendwelche Tabellen zu kopieren. Und da hat das Gericht in seiner großen Weisheit gesagt, wenn wir das schützen würden, dann würden wir damit der Welt einen Bärendienst erweisen, weil jedes Programm eine komplett andere Bedienung haben müsste. Es dürfte sozusagen nie irgendwelche Sachen sein, die ähnlich sind. Das kann nicht sein. Es gibt also ein allgemeines Freihaltebedürfnis für die Benutzeroberfläche. Tastenkombinationen sind nicht schutzfähig. Schutzfähig ist nur, wie das Ganze technisch strukturiert ist, wie das verarbeitet wird. Und das ist mit der Tastenkombination nicht zwingend verbunden, sondern das ist rein die Programmieraufgabe. Das Ganze wurde dann nochmal etwas verschärfter ausdiskutiert im Fall Apple gegen Microsoft. Sie kennen alle heute Microsoft Windows und einige von Ihnen kennen auch macOS. Und es mag Ihnen aufgefallen sein, die sind in gewisser Weise ähnlich. Es gibt Mauszeiger, es gibt Fenster, es gibt Papierkörbe, es gibt Menüs. Es gibt eigentlich verdammt viele Sachen, die sehr ähnlich sind. Und die Firma Apple wollte verhindern, dass Microsoft dasselbe darstellt, mit der Begründung, wir sind die Ersten. Denn in der Tat, Apple hat mit Apple Lisa noch vor dem Macintosh ein Betriebssystem gehabt, was eine grafische Oberfläche hatte. Das haben die auch wieder geklaut von Xerox, aber die waren die Ersten, die es quasi auf den Massenmarkt gebracht haben. Und sie haben Microsoft erlaubt, sich das vorher anzugucken, damit Microsoft Word für Mac entwickeln kann. Und Microsoft hat sich alles genau angeguckt und dann direkt nachgemacht. Und dann hat Apple gesagt, ihr wart doch hier verpflichtet, das nicht nachzumachen. Und das verletzt Geheimhaltungsschutz und Urheberrecht und alles Mögliche und Vertragsrecht. Und Sie können sich es kaum vorstellen, das Gericht hat auch da gesagt, wenn man einen Schutz hätte für Mauszeiger, für Papierkörbe oder Fenster, dann würde das die künftige Softwareentwicklung so einschränken, dass es praktisch gar keine Möglichkeit zur freien Gestaltung mehr gäbe. Und wir hätten heute alle noch Mac-Rechner, weil alles andere wäre quasi verboten. Denn das Argument lautet, es gibt nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können vielleicht im einen Programm die Fenster noch verschiebbar machen, im anderen nicht. Aber irgendwann mal ist die Gesamtmenge an Gestaltung erschöpft und es gibt nichts mehr, was man machen kann, ohne Urheberrechte zu verletzen. Daher die weise Entscheidung in Sachen Apple gegen Microsoft, wobei es im überwiegenden Teil im Vergleich geendet ist, das ist auch nicht schutzwürdig. Wenn Sie die Tagespresse gelesen haben, haben Sie vielleicht auch mitbekommen den Rechtsstreit Oracle und Google. Haben Sie den mitbekommen? Nicht? Sie kennen vielleicht alle das Unternehmen Google. Die stellen unter anderem ein Smartphone-Betriebssystem her, das heißt Android. Und Android-Anwendungen entwickelt man in Java. Java ist eine Programmiersprache und die wurde entwickelt von Sun Microsystems. Sun Microsystems wurde wiederum gekauft von Oracle. Und das Problem an der Sache ist, dass Oracle eine etwas andere Herangehensweise an Java hatte als Sun ursprünglich. Sun wollte die Sprache durchsetzen und hat daher große Teile als Open Source freigegeben und generell
allgemein erlaubt, dass man diese Sprache nutzt. Daher haben viele Informatikstudenten über Generationen hinweg mit Java angefangen. Also die Generation, die quasi nach mir studiert hat, hat eigentlich nur noch Java gelernt und fand das toll. Oracle wollte dagegen mit Java Geld machen und Lizenzgebühren kassieren. Nun basierte Google eben auf dieser Sprache. Die Technik, die dahinter lief, hatte aber nichts mit dem zu tun, was Oracle lief. Es waren nur die Befehle identisch. Das heißt, man hatte eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Lotus gegen Borland-Fall, wo es um Tastenkombinationen ging. Hier ging es um Programmiersprachenbefehle beziehungsweise um die Libraries dieser Programmiersprachen. Und Oracle sagte, hier wird großer Teil von unserem Programmcode kopiert und deshalb sei das Ganze eine Urheberrechtsverletzung. Und sie wollten von Google sehr hohe Lizenzzahlungen, wenn Sie es genau wissen wollen, 9 Milliarden Dollar. Also das ist nicht wenig. Damit hätte Oracle dann das Geschäft ihres Lebens gemacht. Das Ganze ging durch alle Instanzen in den USA. Das hat die Presse über Jahrzehnte beschäftigt. Und wir haben in der Tat Anfang diesen Jahres, also Mitte dieses Jahres, vor 2 Monaten, endlich die Entscheidung des Supreme Court bekommen. Und der Supreme Court hat entschieden, Google gewinnt und Oracle verliert, weil die Befehle eben ähnlich wie die Tastenkombinationen in Lotus gegen Borland so allgemein sind, dass sie als solche nicht schutzwürdig sind. Das heißt, die Schnittstelle, mit der man programmiert, ist nicht geschützt, sondern nur die Umsetzung der Befehle, was der Computer damit macht. Das war so die Kernaussage des Google gegen Oracle-Fall von diesem Jahr. Ein Jahrhundertfall, weil wenn der anders ausgegangen wäre, hätte es noch viel mehr Leute betroffen, denn Java ist relativ verbreitet. Und dann hätten alle Leute, die Java-Anwendung angeboten hätten, ein Problem gehabt. Supreme Court sagt, das ist zulässig, also insoweit unproblematisch. Wenn wir uns erinnern an den Schutzumfang des Urheberrechts, haben wir uns da den Paragraphen 15 angesehen. Paragraph 15 enthält in Absatz 1 die körperlichen Nutzungsformen, in Absatz 2 die unkörperlichen Nutzungsformen. Für Computersoftware haben wir eine besondere Regelung und das ist Paragraph 69c Urheberrechtsgesetz und der ist in gewisser Weise sehr ähnlich zum 15, in anderer Weise allerdings auch ein wenig anders. Wenn Sie da mal ganz kurz reingucken, dann sagt die Nummer 1 zunächst mal, der Rechtsinhaber ist der Einzige, der entscheiden darf über jede dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, egal ob ganz oder teilweise, egal mit welcher Form und egal mit welchem Mittel. Das klingt nach § 16 Urheberrechtsgesetz. Klarstellend sagt aber Satz 2 dann noch, soweit das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern eine Vervielfältigung erfordert, bedürfen diese Handlungen der Zustimmung des Rechtsinhabers. Was ist damit gemeint? Nun, normalerweise müssen Sie, um ein Programm auszuführen, das zumindest in den Arbeitsspeicher laden. Sie klicken das an und es wird eine Kopie hergestellt von dem Programm auf Ihrer Festplatte im Arbeitsspeicher Ihres Computers. Und bereits das ist eine Vervielfältigung und bereits die braucht nach 69c Nummer 1 Satz 2 eine Zustimmung des Urhebers. Dann geht es weiter mit Nummer 2, jede Übersetzung, Bearbeitung, Arrangement und Umarbeitung sowie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Patches, Mods oder ähnliches für Computerprogramme machen, fallen Sie unter diese Regelung. Allerdings gibt es zu Ihrer Unterstützung die Rechte derjenigen, die das Programm bearbeiten, bleiben unberührt. Das heißt, die Rechte an Ihrem Patch, den Sie selber geschrieben haben, bleibt bei Ihnen. Das entspricht im Wesentlichen der Kombination aus § 23 im Hinblick auf Satz 1 und § 3 im Hinblick auf Satz 2. Dann kommt § 69c Nummer 3 und da steht ausdrücklich drin,
Vorbehalten ist jede Verbreitung und zwar insbesondere die Vermietung. Das heißt, auch die Weitergabe darf nur der Urheber veranlassen, entspricht unserem Paragraphen 17. Satz 2 sagt dann wieder, wenn ein Vervielfältigungsstück mit Zustimmung des Inhabers im EWR in Verkehr gebracht wurde, erschöpft sich das Verbreitungsrecht in Bezug auf dieses Vervielfältigungsstück mit Ausnahme des Vermietsrechts. Das kennen Sie auch, Erschöpfungsgrundsatz aus Paragraph 17. Letzter Punkt, dem Rechtinhaber vorbehalten, ist die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung. Damit ist gemeint, ich darf das Programm nur mit Zustimmung des Rechteinhabers zum Download bereitstellen, beziehungsweise mit Zustimmung des Rechteinhabers online ausführen, sodass die Leute das dann eben fernbedienen können. Also wenn sie so Remote-Server oder Ähnliches betreiben, ist das damit gemeint. Insgesamt ist das also eine Sonderregelung, die aber eigentlich zu großen Teilen überflüssig ist, weil sie dem Paragraphen 15 entspricht. Der Grund dafür, dass sie hier separat geregelt ist, ist, dass man die Computerprogrammrichtlinie wortgetreu umsetzen wollte und vermeiden wollte, dass man möglicherweise dann Paragraph 15 für Software anders auslegen muss als für andere Urheberrechte. Wichtigster Punkt, wo das eine Rolle spielt, ist bei der Erschöpfung. Denn Erschöpfung haben wir bei Gegenständen, die nicht Software sind, in der Tat nur in Bezug auf einen physischen Gegenstand. Das bedeutet, wenn Sie eine CD mit Musik kaufen, dann dürfen Sie diese CD weiter veräußern und auch übereignen und das kann der Urheber Ihnen nicht verbieten. Wenn Sie dagegen einen Song als MP3 runtergeladen haben oder von mir aus auch als irgendwas Verschlüsseltes, dann dürfen Sie das nicht, weil Sie haben nie einen körperlichen Gegenstand erhalten, den Sie weitergeben könnten. Das heißt, es gibt keine Erschöpfung an nicht körperlichen Gegenständen. Für Computersoftware hat der EuGH entschieden, dass das was anderes ist. Bei Computersoftware sagt der EuGH, es kommt auf die Form des ursprünglichen Erwerbs nicht an. Das heißt, selbst wenn Sie eine Software als Download erworben haben, dürfen Sie die Software danach weiter veräußern. Und dann ist nur die Frage, wie kommt der Erwerber an seine Kopie? Und Sie dürfen ihm Ihre Kopie grundsätzlich weitergeben, wenn Sie sicherstellen, dass das alte gelöscht ist. Sie dürfen ihm dagegen nicht einfach irgendwelche selbstgebrannten Sicherungskopien weitergeben. Das, sagt man, ist unzulässig. Diese berühmte USOF-Entscheidung gucken wir uns gleich noch näher an. Merken Sie sich nur jetzt schon, das zeigt, dass die Rechte, obwohl sie ähnlich klingen, möglicherweise verschieden ausgelegt werden. Das heißt, 69c meint was anderes als der 15. Ich habe schon gesagt, dass im Softwarebereich Lizenzen sehr, sehr schwierig sind. Und da haben wir eine ganze Reihe vertraglicher Regelungen. Eine sehr häufige Regelung ist die OEM-Klausel. OEM steht für Original Equipment Manufacturer. Und damit ist gemeint, dass Unternehmen wie Microsoft die Lizenzen, die sie an Hersteller von Computern ausgeben, günstiger verkaufen als die Lizenzen, die Endverbraucher im Einzelhandel kaufen können. Wenn Sie mal auf Amazon.de gehen und nach einer Lizenz für Windows 10 suchen, werden Sie feststellen, ich gucke mal gerade, wie teuer die ist, warten Sie, ich mache das mal für Sie, Windows 10. Dann stellen wir fest, Windows 10 Pro kostet am Prime Day als Home-Version, nein, Windows 10 Home kostet am Prime Day 131,99 Euro. Allein das Betriebssystem. Wenn Sie sich jetzt umgucken, finden Sie durchaus Notebooks, die knapp 120, 130 Euro kosten. Wenn allein das Windows schon 131,99 kostet, können Sie sich ausrechnen, die werden wohl nicht so viel für das Betriebssystem bezahlt haben. Ich sehe hier zum Beispiel ein Chuvi High 10X Tablet bei Amazon. Das kostet nur 200 Euro mit einem andockbaren Keyboard. Ja? Und da ist Windows 10 Home drauf, behaupten die. Ja? Wie machen die das? Weil Microsoft eben günstigere Lizenzen anbietet.
Und natürlich, wie immer in einer freien Marktwirtschaft, kam irgendjemand auf die schlaue Idee, er könnte ja diese Lizenzen billig einkaufen und dann etwas teurer verkaufen. Sagen wir mal, er zahlt pro Lizenz 30 Euro an Microsoft und verkauft die für 60 Euro. Dann macht er pro Lizenz einen Gewinn von 30 Euro, ist aber immer noch deutlich günstiger als die 120 Euro, die Microsoft will. Das heißt, für den Kunden ist es ein Gewinn, weil er 60 Euro spart. Für den Händler ist es ein Gewinn, weil er 30 Euro gewinnt. Klingt wie eine Win-Win-Situation. Der Dumme bei der ganzen Geschichte war Microsoft. Und Microsoft hat gesagt, das kann doch nicht sein. Der Kunde hat hier eine Raubkopie, der konnte nie eine wirksame Lizenz erwerben. Dasselbe Spielchen kann man sich auch vorstellen mit Schulversionen. Manchmal gibt es von Software vergünstigte Versionen für Lehrer und Schüler. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Spaß dran hätten und wollten Adobe Acrobat Pro kaufen, könnten Sie bei Amazon eine Student Teacher Edition kaufen. Die kostet 200 Euro, während die kommerzielle Version für Unternehmen kostet 1500. Das heißt, Sie würden 1300 sparen. Wenn Ihr Papi eine Anwaltskanzlei hat, können Sie sagen, Papi, du kannst 1300 sparen, ich kaufe dir das. Und schon kann Papi das nutzen. Das heißt, die Unternehmen haben ein imminentes Interesse daran, dass sie die Nutzung oder die Weitergabe dieser Software beschränken können. Und der BGH hat da sehr weise entschieden. Er hat nämlich gesagt, ich kann als Microsoft durch Vertrag die Händler verpflichten, das nicht weiterzugeben. Das ist kein Problem, das ist eine schuldrechtliche Abrede, Unterlassungspflicht. Und wenn die das doch machen, kann ich eine Vertragsstrafe von denen verlangen. Das kann ich nicht ernsthaft verhindern. Die spannendere Frage war, kann ich vorgehen gegen die Endverbraucher? Sind die dann Raubkopierer? Und da hat der BGH gesagt, das geht nicht. Warum nicht? Weil er sagt, ich kann gegenüber Verbrauchern die Nutzungsrechte nur einschränken, wenn meine inhaltliche Vorgabe eine übliche, technisch und wirtschaftlich eigenständige, klar abgrenzbare Nutzungsform betrifft. Was meint das jetzt, fragen Sie sich? Klingt doch irgendwie verwirrend. Die Idee war, ich kann evident abgrenzen Taschenbuch- und Hardcover-Version. Das sehen Sie sehr deutlich auf dem Markt. Wenn Sie ein Taschenbuch kaufen wollen von irgendeinem Bestseller, sagen wir hier irgendwas von John Grisham, dann kostet die Hardcover-Version so zwischen 40 und 100 Euro. Die Softcover-Taschenbuchversion für den Strand kostet so zwischen 5 und 15 Euro. Das heißt, es gibt offenbar einen eigenen Markt dafür, der getrennt ist. Die einen sind bereit, Hardcover zu kaufen, mehr Geld zu zahlen, und die anderen wollen das Ding für den Strand, die zahlen weniger. Damit liegen eigenständige und wirtschaftlich, technisch und wirtschaftlich eigenständige Nutzungsformen vor, die für jeden optisch und inhaltlich klar abgrenzbar sind. Das Ganze ist auch üblich. Der Verkehr rechnet damit, dass die Dinger unterschiedlich viel kosten. Demgegenüber bei Software. Die OEM-Version von Windows ist exakt dieselbe, die Sie im Laden kaufen können. Die hat die gleichen Funktionen, die sieht genauso aus und die funktioniert auch genauso. Sie kostet nur einfach weniger. Das heißt, die Beschränkung ist eine rein rechtliche und sie ist damit weder technisch noch wirtschaftlich eigenständig. Und damit hat der BGH gesagt, hier in diesem Fall ist es das Gleiche und ich kann gegenüber Dritten keine Beschränkungen geltend machen. Die Beschränkung wirkt also nur relativ gegenüber dem direkten Vertragspartner von Microsoft, nicht aber auf weiteren Vertriebsstufen. Wenn es also an Sie weiterverkauft wird, haben Sie keine Raubkopie. Oder wenn Sie es weiterverkaufen würden, dann würden Sie auch keine Urheberrechtsverletzung gehen, weil Sie ja keinen Vertrag mit Microsoft haben. Das heißt, das Ganze basiert allein auf der Prämisse, dass es Zwischenhändler gibt, die Schweine sind. Und die kann Microsoft möglicherweise verklagen, aber sie können nicht gegen die Endverbraucher vorgehen. Gut, das war die weise Entscheidung des BGH in der OEM-Klausel-Entscheidung, die es uns allen ermöglicht, die sogenannten System Builder, SB-Versionen von Windows zu kaufen, die extrem billig sind. Sie wissen alle, da war neulich auch diese tolle Aktion in der Presse, wo dann bestimmte Leute von der Staatsanwaltschaft Post bekommen haben.
weil sie ganz billige Windows-Versionen für 1,99 oder für 5 Euro erworben haben, über so dubiose Unternehmen bei eBay und ähnliches. Das sind nicht die OEM-Versionen. Das sind die schlauen Leute, die den Algorithmus geknackt haben, mit dem die Schlüssel generiert werden. Also sie wissen, sie müssen, wenn sie Windows aktivieren, einen Zahlen-Buchstaben-Code eingeben. Und natürlich können sie diesen Zahlen-Buchstaben-Code irgendwie dekodieren. Und wenn sie in der Lage sind, solche Schlüssel zu generieren, können sie damit Windows-Versionen freigeben, die es gar nicht gibt. Oder wenn sie Windows-Lizenzen klauen, indem sie einfach irgendwo einbrechen und die Lizenzschlüssel sammeln, können sie die auch weiterverkaufen. Das hat aber nichts zu tun mit dieser OEM-Geschichte. Die OEM-Versionen sind legale Windows-Kopien. Das Zweite, was Sie hier sehen auf dieser Folie, ist die sogenannte CPU-Klausel. Da geht es um ein Problem, was weniger Microsoft betrifft, als vielmehr, wie soll man sagen, die mittelständischen Softwareentwickler. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine brillante Software für ein mittelständisches Unternehmen entwickelt, sagen wir ein Küchenstudio, was auf einem hauseigenen Server irgendwelche Rechnungen sammelt und Planungen sammelt und das irgendwie total gut auswertet und speichert. Dann wissen Sie, dass irgendwann dieses Unternehmen wieder auf Sie zukommen muss, um eine neue Version zu kaufen, weil einfach die Geräte, auf denen das läuft, zu alt sind. Das heißt, irgendwann müssen die Computer von Windows 95 auf Windows 11 umgestellt werden und dann brauchen die sie wieder. Das heißt, sie haben auf jeden Fall einen neuen Auftrag. Andererseits brauchen sie auch immer dann wieder neue Aufträge, wenn die mehr Leute einstellen, wenn die gute Geschäfte machen, mehr Arbeitsplätze machen wollen, brauchen sie halt mehr Sachen angeschlossen ans System und auch dann wenden die sich an sie. Die ganze Sache wird nur dann für sie als Softwareentwickler unattraktiv, wenn auf einmal das schweinische Unternehmen hingehen kann und ihre Software auf einem viel schnelleren Rechner installieren kann. Im besten Fall irgendein System, mit dem man virtuelle Maschinen laufen lassen kann. Und alle Leute laufen über diesen einen Server. Und da haben wir auch mal 1000 Arbeitsplätze, die über einen Rechner laufen mit einer Lizenz. Statt bisher eine Lizenz pro Arbeitsplatz, was deutlich schlechter ist. Deshalb gibt es in vielen Softwareverträgen sogenannte CPU-Klauseln. Und diese CPU-Klauseln besagen, ich darf es nur mit einem bestimmten Computer, das heißt nur mit diesem Gerät, auf dem das installiert ist und nicht mit anderen nutzen. Das soll sicherstellen, dass Sie eben nicht einfach ein schnelleres Gerät dahinstellen oder das Gerät einfach so weitergeben. Und das könnte auf den ersten Blick wieder ein Problem sein, weil das natürlich verhindert, dass Sie einfach Ihre Software weiter nutzen, wenn Sie Ihre Hardware aktualisieren. Der BGH sagt aber, das ist kein Problem, das darf ich machen, nämlich dann, wenn es individualvertraglich erfolgt, das heißt, wenn der Kunde abgesprochen hat, dann ist das ein Teil der Privatautonomie, denn ich habe ja da einen direkten Vertrag mit dem Kunden und wir sind nicht wie bei der OEM-Klausel in der Weitergabekonstellation. Es gibt auch ein berechtigtes Interesse des Anbieters, so eine Klausel zu vereinbaren, weil es eben eine andere Form der Nutzung ist und er möglicherweise für große Unternehmen höhere Tarife nehmen würde als für kleine. Insoweit ist das also interessengerecht und kann dann vertraglich vereinbart werden. Demgegenüber sagt der BGH, im Regelfall ist es in AGB unwirksam, wenn man nicht für die konkrete Software ein besonderes Interesse nachweisen kann, nämlich dann, wenn ich ein besonderes Vergütungsinteresse habe, dann sei es wirksam. Der Normalfall ist aber, in AGB geht es nicht. Die letzte Klausel, die Sie auf dieser Folie sehen, ist die Personalisierungsklausel. Diese Personalisierungsklausel ist das, was Sie vielleicht auch alle kennen bei Computerspielen. Sie kaufen sich ein Computerspiel für PC und Sie legen die CD ein und der sagt Ihnen dann, ha, ich muss mich jetzt verbinden mit Steam oder mit Origin oder mit Ubisoft Connect, dann UbiConnect heißt es, glaube ich, und bitte melden Sie sich an mit einem Benutzernamen und einem Kennwort. In dem Moment, wo Sie das Spiel installiert haben, das mit Ihrem Benutzerkonto verbunden haben, können Sie die CD wegschmeißen, weil es lässt sich dann nur noch mit diesem Benutzerkonto spielen. Das wäre Ihnen relativ egal normalerweise, aber zu der goldenen Zeit gab es so Ketten wie GameStop und ähnliches,
wo sie gebrauchte Spiele abgeben konnten und dafür Geld bekamen. Und dieser Weiterverkauf wird praktisch dadurch verhindert, dass man sagt, sie können das nur weiterverkaufen, wenn sie ihr Benutzerkonto weiterverkaufen. Und genau die Weitergabe des Benutzerkontos ist dummerweise durch die AGB ausgeschlossen. Das heißt, ihr Steam-Konto bleibt ihres bis zum Tod und nach dem Tod erlischt es laut dem AGB. Das heißt, ihre Erben kriegen nicht etwa ihre Spielesammlung, ihre PlayStation Store-Sammlung oder ihre Steam-Sammlung. Es ist alles futsch, wenn sie tot sind. Traurig, aber wahr. Und auch da hat die Verbraucherzentrale gesagt, das sei doch irgendwie illegal, das könne doch nicht sein. Das sei ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit der Verbraucher, die ein Spiel kaufen wollten und sich hier berufen wollten auf ihre Erschöpfung, das heißt auf das Recht zur Weitergabe nach 17 Urheberrechtsgesetz. Und der BGH hat in seiner großen Weisheit in der berühmten Half-Life 2-Entscheidung gesagt, alles Quatsch. Die können die CD ja weitergeben. Die CD ist frei übertragbar. 929 Satz 1, wer sie haben will, kann sie haben. Der Umstand, dass ich ein Benutzerkonto brauche, hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Das sei einfach nur eine vertragliche Beschränkung und damit müsse man als Kunde halt leben. Sie sehen also, der BGH ist da tough und sagt, solche Klauseln, die das mit einem Benutzerkonto verbinden, sind generell zulässig. Ja. Ah, okay. Wenn der EuGH in USSoft aus 69d Absatz 1 das Recht zur Vervielfältigung ableitet und selbst im Urteil dann sagt, andernfalls würde das Verbreitungsrecht, das sich erschöpft, sinnlos werden, wenn man diese Vervielfältigung nicht erstellen könnte. Es gibt ja Stimmen, die sagen, damit wäre Half-Life 2 damit quasi, ja, ich will nicht sagen überschrieben, aber quasi... Ja. Müssen wir dahingehend anpassen? Was wäre dahingehend dann korrekt zu sagen? Ja, das Argument ist natürlich, dass man sagt, ich kann das Programm nicht ausführen, aber der Punkt ist, das Argument des BGHs war ja hier ein anderes. Er sagt nämlich, dass das Programm untrennbar mit dem Online-Dienst verbunden ist und ein Anspruch auf Zugang zum Online-Dienst ist nicht durch die Software-Lizenz geschuldet. Das hat der EuGH in seiner Entscheidung auch im Grunde offen gelassen, nach dem Motto, was ist eigentlich mit Programmen, die teilweise online ablaufen? Einfach jetzt bei klassischen Multiplayer-Spielen. Also wenn Sie jetzt wirklich sich Counter-Strike überlegen, das mag lustig sein, das lokal zu installieren, aber wenn Sie sich mit keinem Server verbinden können, dann macht das keinen Sinn. Und die spannende Frage ist nur, wenn ich diese Verbindung künstlich herstelle und sage, eigentlich ginge es wahrscheinlich technisch auch ohne den Online-Dienst, aber aufgrund meiner Designentscheidung mache ich es mit dem Online-Dienst zwingend verbunden. Das haben wir zum Beispiel gehabt bei Assassin's Creed 2. Das war der Referenzfall. Die kennen alle Assassin's Creed 2 nicht mehr, das ist ein uraltes Spiel. Aber das Problem bei Assassin's Creed 2 war, es brauchte eine permanente Verbindung zu den Servern von Ubisoft, obwohl es ein reines Singleplayer-Spiel war, weil Teil des Programmcodes wurden auf den Servern von Ubisoft ausgeführt. Das heißt, ohne Netzwerkkabel lief das Spiel schlicht nicht. Sie hatten also von vornherein nur einen Teil des Spiels auf ihrer Festplatte. Und wenn Sie jetzt die EuGH-Kriterien anwenden in USSoft, dann würden Sie sagen, das, was Sie haben, können Sie ja weitergeben. Ganz ohne Probleme hält Sie keiner von ab. Nur ein Zugangsrecht auf den Server haben Sie nicht. Denn das würde ein Schuldverhältnis mit Ubisoft voraussetzen, dass Sie die Software auf deren Server nutzen dürfen. Die Problematik dieser ganzen Rechtsprechung sehen Sie auch daran, weil Ubisoft vor drei, vier Monaten, ihre Server abgeschaltet hat. Das heißt, alle, die Assassin's Creed 2 spielen wollten heute im Jahr 2021, würden das nicht mehr können, weil der Server nicht mehr läuft. Ja? Also Sie sehen, das ist eine ganz interessante technische Frage, die der EuGH nicht ernsthaft bedacht hat, weil er eben nicht zu diesem Problem vorgestoßen ist, war für ihn irrelevant, weil das Software war, die rein lokal lief. Aber in dem Moment, wo Teile der Software und sei es auch nur der Anmeldeprozess auf einem Server laufen, müsst ihr erstmal einen Grund haben, warum ich Zugang zu diesem Server kriegen soll. Und da liegt das Problem. Klar, ich bin kein Fan der Half-Life 2-Rechtsprechung, aber
Wenn Sie die ernst nehmen, ist die Half-Life-2-Rechtsprechung erstmal nicht durch die EuGH-Entscheidung berührt. Also Usesoft ist nicht zwingend ein Problem für Half-Life 2. Also wenn Sie Steam sind, haben Sie keinen Zwang, die Weiterveräußerung von Spielen zu ermöglichen. Es gibt da momentan Rechtsstreitigkeiten. Das wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, bis wir da eine höchstrichterliche Entscheidung haben. Also wie das ausgehen wird, wissen wir nicht. Aber nach aktuellem Stand kein Anspruch auf Weitergabe von Steam-Konten. Traurige Geschichten, verbraucherrechtlich problematisch. Ja, um nochmal auf die OEM-Rechtsprechung zurückzukommen, die Perspektive ist die Perspektive des Nutzers. Das heißt, wir stellen ab auf denjenigen, der das Programm erwerben wird, kann der erkennen, dass es was anderes ist. Und der kann es halt dann nicht erkennen, wenn das genauso aussieht, genauso funktioniert und eben die gleichen Features hat, dann ist es für ihn identisch. Und technische Unterschiede sind solche, die in erheblichem Maße das Produkt verbessern oder erweitern. Das heißt, so Demo-Version zu Vollversion oder Shareware-Version zur Vollversion oder eben Light-Version zur Vollversion, das sei ein Unterschied. Demgegenüber einfach nur die Zielgruppe, Studentenversion zu Normalfunksversion, ist kein Unterschied. Und wirtschaftlich heißt, es muss ein anderer Markt sein. Das heißt, Produkt A muss von anderen Leuten genutzt werden als Produkt B. Sie kennen das zum Beispiel bei Corel zum Beispiel. Es gibt Corel Graphic Suite, kostet irgendwie 500 Euro. Und es gibt Corel Paint Shop Pro für 49 Euro. Das sind evident verschiedene Zielgruppen, obwohl die einen ähnlichen Funktionsumfang haben und vom gleichen Unternehmen sind. Das eine richtet sich an Heimverbraucher und das andere an Profis. Demgegenüber bei Word zum Beispiel, es gibt nur ein Word, es gibt kein Word Pro und ein Word Lite. Word kriegen alle das Gleiche verpasst. Insoweit, Microsoft macht das nicht mit. Klassische Beispiele sind DVD und Videokassette. Man sagt, eine DVD ist gegenüber der Videokassette ein so großer Unterschied, dass man da separate Märkte hätte. Dasselbe gilt wohl auch für Blu-ray gegen DVD. Auch da ist die Bildqualität so viel besser, dass man das als Verbraucher als Unterschied wahrnimmt. Genauso Musik-CD gegen Handy-Klingelton. Auch da die Wahrnehmung bei einer CD ist anders. Außerdem können Sie CD anders abspielen, nämlich auf CD-Playern, während den Klingelton nicht. Dasselbe Funk- und Satellitenfernsehen. Funkfernsehen, also hier DVB-T, kann jeder empfangen, während für Satellitenfernsehen brauchen Sie Satellitenschüssel. Das heißt, das ist eine andere Verwertungsform. Satelliten erreichen Sie sehr viel mehr Leute geografisch, aber sehr viel weniger Leute in dem konkreten Bereich. Und man sagt sogar, File-Sharing und Online-Shops sind was anderes, weil Leute, die File-Sharing nutzen, im Zweifel nicht denselben Inhalt in einem Shop kaufen wollen. Die wollen gerade unentgeltlich tätig werden. Gerade der letzte Punkt ist übrigens ein juristisch spannender, weil die Rechteinhaber die Befugnis zur Verfolgung von Verletzungen in diesen File-Sharing-Börsen, also bei BitTorrent und Ähnlichem, explizit separat abtreten. Sie räumen also zum Beispiel Steam das Recht an das Produkt legal zu vertreiben und der Anwaltskanzlei Waldemüller und Schmitz die Befugnis, das Recht in File-Sharing-Börsen zu verwerten, damit die eben in eigenem Namen vorgehen können. Und wenn das Ganze keine separate Nutzungsform wäre, wäre halt diese Rechteeinräumung auch wieder unwirksam und das hätte erhebliche Folgen. Half-Life 2 habe ich eben schon angedeutet. Half-Life 2 ist deshalb interessant, weil Half-Life 2 sowohl Single- als auch Multiplayer-Funktionen hat. Für alle, die es schon mal gespielt haben, ist die Fortsetzung von Half-Life 1. Es geht um Gordon Freeman und es hat bis heute kein Half-Life 3 gegeben. Das heißt, die Geschichte endet mit einem Cliffhanger und Sie werden nie erfahren, wie es ausgeht. Ganz toll und sehr wichtig. Damit hat das Unternehmen so viel Geld gemacht, dass sie dann Steam aufbauen konnten und heute annähernd marktbeherrschend für den Vertrieb von
Computerspielen am PC sind. Half-Life 2 wurde geknüpft an ihr Steam-Konto. Das heißt, bei der ersten Installation richteten sie das Konto ein und danach konnten sie es nirgendwo anders mehr benutzen. Und die AGB untersagen ausdrücklich bis heute, dass sie das Steam-Konto übertragen. Also, wenn sie mein Konto haben wollten, wo, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Spiele drin sind, keine Chance, das geht mit meinem Tod unter, das wird nie jemandem gehören. Wie viele Spiele habe ich im Steam? Man weiß es nicht. Wo steht das denn? Da. Es sind sogar deutlich mehr. Es sind fast 8.000. So. So, ja. Zurück zu dem Thema, das lässt sich nicht übertragen. Und der BGH wurde angerufen von der Verbraucherzentrale und sollte entscheiden, ob diese Konzession zulässig ist. Und denkbar wären natürlich verschiedene Varianten gewesen, nach dem Motto, ich muss das Spiel übertragen können oder ich muss zumindest mein Benutzerkonto übertragen können, wenn es an mein Konto geknüpft ist. Und der BGH hat beiden Möglichkeiten eine Absage erteilt. Er hat gesagt, allein dadurch, dass ich die Software erwerbe, habe ich kein Recht auf diesen Serverzugriff. Das sind zwei separate rechtliche Fragen. Ich kann die Software ja installieren, ich kann sie vervielfältigen, ich kann sie ausführen, aber ich habe keinen Anspruch auf dieses Konto. Das Konto sei ein Dauerschuldverhältnis, was davon getrennt ist und man könne nicht aus dem einen folgen, dass ich automatisch einen Anspruch auf das andere habe. Das schien auf den ersten Blick gut. Wir haben nur das Problem mit 69 D, E und G. Gucken wir uns mal 69 D Urheberrechtsgesetz an. 69 D ist nämlich im Grunde die Schrankenbestimmung. Und der Absatz 1 sagt, grundsätzlich bedürfen Handlungen nicht der Zustimmung des Rechteinhabers, wenn sie für eine bestimmungsmäßige Benutzung notwendig sind. Das klingt auf den ersten Blick super. Ich darf also kopieren und ich darf auch Änderungen vornehmen, also Bearbeitungen, wenn dies erforderlich ist für die bestimmungsmäßige Benutzung, einschließlich der Fehlerberichtigung. Ich kann also meine eigene Software so verändern, dass sie funktioniert. Ich kann sie so oft starten, wie ich will. Das muss möglich sein. Das Problem des 69d Absatz 1 ist allerdings der erste Halbsatz. Da steht nämlich drin, soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen. Und damit ist das Ganze im Grundsatz erstmal dispositiv. Sie dürfen also diese Befugnisse beschränken. Unstreitig ist es so, Sie können sie nicht komplett ausschließen, weil dann bleibt von dem Recht nicht mehr viel übrig. Allerdings können Sie sie halt an bestimmte Bedingungen knüpfen. Und genau das macht diese Klausel so gefährlich. Und das ist sozusagen ein großes Problem. Insbesondere, sagt der BGH, können Sie die Fehlerberichtigung durch Dritte vertraglich ausschließen, soweit es die Möglichkeit gibt, einen eigenen Servicevertrag abzuschließen und damit die Leistung durch den Anbieter selbst erbracht wird. Dann können Sie 53 Absatz 2 entnehmen, dass unser heißgeliebtes Recht zur Privatkopie 53.1 für Software nicht gilt. Sie können also Ihren Freunden Filme, Musik und Bücher kopieren. Das ist zulässig. Demgegenüber dürfen Sie ihnen nicht Computersoftware kopieren, weder Spiele noch Anwendungen noch BIOS-Chips noch irgendwelche anderen Sachen. All das ist durch 69d Absatz 2 Satz 1 ausgeschlossen. Möglich ist nur die Herstellung einer Sicherungskopie. Es ist schon umstritten, was meint das Wort einer, und viele sagen, das ist zahlenmäßig zu verstehen. Eine Sicherungskopie heißt nicht zwei Sicherungskopien und auch nicht drei Sicherungskopien, sondern exakt eine Kopie. Gerade im Zeitalter der Cloud-Speicherung kann das durchaus problematisch sein. Wenn Sie es in die Cloud hochladen, haben Sie zumindest schon mal zwei Kopien, eine auf Ihrer Festplatte und eine in der Cloud. Im Zweifel haben Sie sogar ganz viele Kopien, weil Ihre Cloud-Backups eben auf vielen Servern redundant gespeichert werden. Daher wird man wohl heutzutage sagen müssen, dass mit einer darf man nicht ganz so ernst nehmen, sondern eine muss auch erlauben, eine
Kopie der Kopie, soweit die Sicherungskopie wirklich nur als Backup dient. Sie dürfen also Ihre Festplatte, weiß ich nicht, in die Cloud kopieren, auf dem USB-Stick kopieren oder auf Ihren Server im Keller. Das ist alles möglich. 69d Absatz 3 ist schließlich eine ganz tolle Schranke. Die sagt nämlich, Sie können das Programm ausprobieren. Sie können gucken, wie das Programm funktioniert, um dann zu gucken, okay, was macht das Programm cool, um das nachzumachen. Diese Regelung soll Ihnen die Nachahmungsfreiheit sichern. Sie erlaubt Ihnen nicht, das Programm zu dekompilieren. Das ergibt sich aus 69e. Sie erlaubt Ihnen aber, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich in Word da und dahin drücke, was passiert in Windows, wenn ich die Tastenkombination drücke und so weiter. Was passiert, wenn ich in das Programm die und die Zahlen eingebe, was kommt raus? Und dann können Sie das selber nachprogrammieren. Und 69d Absatz 3 sagt, solange Sie dazu nichts ändern müssen am Programm oder nichts dechiffrieren, ist das Ganze zulässig. Du darfst gucken und dann das Beobachtete nachmachen. 69d Absatz 4 ist neu. Der sagt, Sie dürfen Text- und Data Mining anwenden. Sie können also automatisiert gucken, was Programme gemeinsam haben. Also wie viele Programme schon 64-Bit sind bei Windows oder wie viele Programme, die mit Windows mitgeliefert sind, Copyright-Vermerke von anderen als Microsoft-Mitarbeiter enthalten. Das könnten Sie machen. Und neu ist 69d Absatz 5. Der betrifft uns hier in der Uni und der sagt, Computerprogramme dürfen auch in der Uni für die Zwecke der Lehre bereitgestellt werden, und zwar in Räumlichkeiten der Uni, an anderen Orten außerhalb der Uni oder in einer gesicherten elektronischen Umgebung, das heißt in einem VPN-Netz. Und das Schöne an der Sache ist, die Programme dürfen auch gemäß 69c Nummer 2 genutzt werden. Das heißt, man darf dann auch Änderungen vornehmen. Die Programme dürfen auch vollständig genutzt werden, nicht nur im Umfang von 15%, was auch ein bisschen schwierig wäre. Was sind 15% von Microsoft Windows oder Microsoft Word? Man weiß es nicht. Und die Nutzung muss zum Zwecke von Unterricht und Lehre gerechtfertigt sein. Das heißt, es geht darum, dass ich die Software auch wirklich als Software zeige und nicht einfach nur die Ergebnisse der Software. Nicht anwendbar ist Paragraph 60d Urheberrechtsgesetz. Wenn Sie da mal reingucken, geht es da um die Archivierung. Das heißt, geht wieder um Data Mining im weiteren Sinne. Das geht nicht. Und 61d bis 61f, vergriffene Werke, gelten auch für Computersoftware. Das heißt, ein Archiv von vergessener Software wäre möglich. 69e Urheberrechtsgesetz regelt die Dekompilierung und das galt damals, als die Richtlinie beschlossen wurde, als der große Wurf, der die Freiheit des Wettbewerbs gewährleistet, die Innovationsfreude der Europäer gewährleistet und uns erheblich unterscheidet vom Rest der Welt. Worum geht es da? Es geht um die Umwandlung von Computercode in menschenlesbaren Code und den erlauben wir in der EU, wenn das Ganze dazu dient, die Interoperabilität mit anderen Programmen zu erhalten. Stellen Sie sich also vor, Sie sind die Firma Apple im Jahr 2003 und Sie wollen Ihr macOS so gestalten, dass es auf Windows-Netzwerke zugreifen kann. Sie können sich nicht vorstellen, das war ein Problem. Und Microsoft sagt, wir verraten euch aber nicht, wie Windows-Netzwerke funktionieren. Und dann können Sie hingehen und nicht nur nach 69d Absatz 3 beobachten, wie Windows mit Netzwerken umgeht, sondern Sie können nach 69e sich eine Kopie von Windows besorgen und dann den Quellcode dechiffrieren, indem Sie das eben mit einem Decompiler umwandeln lassen. Das klingt auf dem Papier total super. Danach sehen Ihre Programmierer, wie es funktioniert und können selber nachprogrammieren. Und die Sache ist damit
gelaufen. Gedacht war das Ganze vor allen Dingen eben, um Programme zu reparieren, die möglicherweise nicht mit neuen Betriebssystemversionen funktionieren oder Programme, die mit neuer Hardware Probleme machen, weil es nicht mehr funktioniert. Das Ganze hat auch nur drei relativ triviale Voraussetzungen. Erstens muss es entweder Lizenznehmer selbst sein oder Personen, die hierzu ermächtigt sind. Zweitens dürfen die Informationen nicht auch ohne die Dekompilierung verfügbar sein. Es darf also keine Handbücher oder White Papers oder Ähnliches geben, wo es drinsteht. Und drittens dürfen es wirklich nur die Teile des Programms betreffen, die ich für die Kompatibilität brauche. Das heißt, ich kann mir nicht einfach mal alles angucken, sondern nur den Teil, der relevant ist. Der Haken mit dieser Regelung ist zunächst mal, dass Dekompilieren auf dem Papier super klingt. Wenn Sie aber jemals sich ein dekompiliertes Programm angeguckt haben, werden Sie festgestellt haben, das ist verdammt mies zu lesen. Da haben die Variablen Namen wie A, B, C und das ist einfach ein furchtbarer Spaghetti-Code. Also dekompilierte Software ist nicht unbedingt gut lesbar, selbst für Leute, die programmieren können. Das zweite Problem ist, dass die Voraussetzungen sehr eng sind. Nämlich Interoperabilität mit anderen Programmen heißt wirklich mit anderen Programmen. Es muss also um Treiber, Betriebssysteme, Add-ins, Plugins, Extensions oder eben Programme, die das Datenformat öffnen, gehen. Es reicht nicht, dass es ein Hardware-Problem gibt, dass Sie einen neuen Prozessor haben, wie zum Beispiel jetzt hier einen M1-Prozessor bei Apple. Und das dritte große Problem dabei ist, dass diese Schranke in der EU gilt, aber dummerweise Software nicht nur in der EU genutzt wird. Die meisten großen Sachen werden weltweit genutzt und Sie haben dann ein Problem, wenn Sie Innovationen im Ausland nutzen wollen und Sie haben sie wieder nach, was ich, mexikanischem Recht oder chinesischem Recht illegal erlangt, dann dürfen Sie die auch nicht nutzen. 69i hat darüber hinaus noch Schrankenschranken in Absatz 2. Und die Schrankenschranken sagen ganz klar, es darf nur für die Interoperabilität genutzt werden. Es darf also nicht zur Fehlerbehebung genutzt werden. Dass es nicht zur Fehlerbehebung genutzt werden kann, sehen Sie auch im Unterschied zu 69d Absatz 1, wo die Fehlerbehebung ausdrücklich genannt ist. Wenn also Ihre Tabellenkalkulation immer falsche Zahlen ausspuckt, dann dürfen Sie sie trotzdem nicht dekompilieren, um den Fehler zu berichtigen, weil das wäre kein Fall der Interoperabilität. Dann muss jeder Nutzer das Programm für sich selber dekompilieren und die Interoperabilität herstellen, denn Sie dürfen das Ganze nicht an Dritte weitergeben. 69e Absatz 2 Nummer 2. Das heißt, Sie dürfen Dritten nicht sagen, wie das Programm funktioniert. Und last but not least, wie immer in unserem Drei-Stufen-Test, muss das Ganze auch, darf das auch nicht gegen berechtigte Interessen verstoßen. Und diese berechtigten Interessen nennt 69e Absatz 2 Nummer 3 exemplarisch, nämlich die Herstellung von Programmen mit im Wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder irgendwelche anderen das Urheberrecht verletzenden Handlungen, insbesondere die Entfernung von Kopierschutzmaßnahmen oder eben ähnlichen Problemen. Sie sehen also, das Ganze ist sehr eng zu verstehen. Der Gesetzgeber hatte gehörige Angst vor der Dekompilierung, weil man eben da fürchtete, dass Geschäftsgeheimnisse ans Licht geraten. In der Praxis hat die Regelung auch bei weitem nicht die Bedeutung erlangt, die man vielleicht gehofft hätte, denn die meisten haben trotzdem noch Angst, dass sie hinterher möglicherweise in die Haftung geraten. Ganz kurz ein Blick ins BGB. Bis heute nicht geregelt ist die Verschaffung von Software auf schuldrechtlicher Ebene. Da kommt es ganz entscheidend darauf an, was die Pflichten der Parteien sind. Wenn es um die Überlassung von Standardsoftware geht, sagt die heute ganz herrschende Meinung, ist es ein normaler
Kaufvertrag im Sinne von 433 folgende, denn auch sonstige Gegenstände sind nach 453 umfasst. Und dazu gehört halt auch Standardsoftware wie Word, Excel oder Windows. Wenn Sie die Software nur auf Zeit nutzen dürfen, also zum Beispiel bei Office 365, dann handelt es sich um einen Pachtvertrag, um eine Rechtspacht, wenn Sie es genau nehmen wollen. Sie haben also sozusagen die Lizenz auf Zeit. Üblicherweise geht es dabei um Client-Software, das heißt, Ihr Word auf Ihrem Rechner. Das Ganze gibt es auch als Application Service Provider Vertrag, dass es auf dem Server läuft. Sie kennen das mit Word im Browser, das heißt, glaube ich, Word Online oder bei Google Docs. Auch da haben wir eine Nutzung auf Zeit. Da wendet der BGH in einer alten Entscheidung mal Mietrecht an, mit der Begründung, ich miete einen Teil auf dem Server des Unternehmens, weil die haben mir einen Teil ihrer Festplatte, einen Teil ihres Prozesses überlassen. Das scheint mir mit modernen Cloud-Strukturen kaum vereinbar, denn sie haben nicht einen bestimmten Teil von einem bestimmten Server, sondern jedes Mal kriegen sie zufällig irgendwo Rechen- und Speicherkapazitäten in der Cloud. Und das ist kaum mit dem Bestimmtheitsgrundsatz, den wir im Mietrecht eigentlich haben, vereinbar. Bei Individualsoftware, die spezifisch auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist, handelt es sich entweder um einen Werkvertrag nach 631 oder wenn es um Software geht, die in eine Sache eingebaut ist, also zum Beispiel ein kleiner Roboter oder ein Auto mit ABS-Chip, um einen Werklieferungsvertrag nach 650 BGB. Hier steht noch 651, das ist schlicht falsch. Warum ist das falsch? Weil es veraltet ist. 650 BGB. Und das praktische Problem in diesem ganzen Rahmen ist die Einbeziehung von AGB. Wenn Sie mal irgendeine Software installiert haben und sei es Ihre letzte Linux-Distribution, dann werden Sie mit einem Lizenzvertrag konfrontiert worden sein. Meistens einem Fenster mit langen Scrollbalken, wo Sie dann erstmal lange nach unten scrollen müssen, dann auf Annehmen drücken. Und diese Art von Lizenzen nennt man Click-Wrap-License. Du darfst erst installieren, wenn du bestätigt hast, die Lizenz angenommen zu haben. Die sind das Pendant zur klassischen Shrink-Wrap-License. Damit ist gemeint, es gab früher die Möglichkeit, dass die Software erwarben und die war dann eingeschweißt und auf der Packung stand außen drauf. Wenn Sie dieses Siegel aufreißen, nehmen Sie damit unseren Lizenzvertrag an, siehe Anlage. Beide Sachen sind problematisch, denn sie setzen voraus, dass die Voraussetzungen von 305 Absatz 2 BGB erfüllt sind, zumindest wenn es um Verbraucher geht. Und ob das der Fall ist, wenn Sie am Bildschirm oder auf dem Smartphone 20 Seiten Text lesen müssen, ist sehr umstritten. Manche sagen nämlich, Sie haben keine zumutbare Möglichkeit zur Kenntnisnahme, wenn Sie lange Texte am Bildschirm lesen müssen. Man muss das ausdrucken können oder herunterladen oder Ähnliches. Erst dann sei es wirksam einbezogen. Generell ist das Ganze als AGB-Kontrolle nach 307 folgende unterworfen. Man muss also gucken, ob die einzelnen Klauseln den Kunden unangemessen benachteiligen. Gilt insbesondere für Vertragsstrafen oder eben andere Querelen, die man da vereinbaren kann. Insoweit also ein praktisches Problem. Ja, das zum Thema Lizenzverträge. Warum ist es jetzt weg? Man weiß es nicht. Das zum Thema Lizenzverträge. Und Sie kennen mit Sicherheit auch alle so Lizenzen wie Public Domain oder Freeware. Public Domain heißt einfach, derjenige gibt sein Werk als gemeinfrei frei. Er möchte also, dass sein Werk genauso behandelt wird, als sei er schon 70 Jahre tot oder als sei da nie ein Urheberrecht dran entstanden. Es soll der Allgemeinheit gehören. Bei Freeware ist dagegen die Aussage, ich verzichte auf eine Vergütung, behalte aber meine sonstigen Urheberrechte, insbesondere Namensnennung und Ähnliches. So zumindest die theoretische Abgrenzung. In der Praxis werden beide meist gleich gehandhabt. Das heißt,
Es ist beides kostenlos. Sehr beliebt war früher immer sogenannte Shareware. Das heißt, Sie kriegen eine Testversion, die Sie runterladen können. Und nach einiger Zeit müssen Sie Geld bezahlen, wenn Sie das dann weiter nutzen wollen. Berühmt geworden, insbesondere im Computerspielebereich. Sie kennen zum Beispiel alle das Spiel Doom. Ja, so Ballerspiel, Leute abballern oder Monster abballern, Dämonen abballern. Und das wurde als Shareware vertrieben. Das heißt, die ersten 3 Level kriegten Sie umsonst. Und wenn Sie die anderen 12 Level spielen wollten, mussten Sie dem Hersteller, ich weiß es gar nicht, $15 bezahlen. Und dann kriegten Sie eine Diskette mit dem Rest. Heute ist es nicht mehr ganz so populär, aber in der Theorie gibt es das immer noch. Ich glaube, bei so Programmen wie WinRAR oder ähnliches gibt es das noch, dass Sie da Lizenzen erwerben müssen. Aber nutzt heute eher, glaube ich, keiner mehr. Weder Freeware noch Open Source noch Shareware liegt bei Open Source vor. Open Source zeichnet sich dadurch aus, dass es einen relativ detaillierten Lizenzvertrag gibt, der in gewisser Weise ähnlich ist zu dem, was wir kennengelernt haben bei der CC BY Sharealike Lizenz. Die wichtigste Open Source Lizenz ist die GPL, die New Public License, also GNU, wie der GNU. Und GNU steht für GNUs Not Unix. Das heißt, das ist ein rekursives Akronym, weil das GNU taucht in der Abkürzung wieder auf. Und das finden die irgendwie lustig. Also das sind sehr kreative Menschen, die das gemacht haben. Und diese Lizenzen zeichnen sich aus durch 4 Grundfreiheiten. Man könnte sagen, 4 Grundrechte. Artikel 1 bis 4. Und zwar die Grundfreiheit Nummer 0 lautet, ich kann das Programm für jeden beliebigen Zweck ausführen. Um es in urheberrechtliche Ausdrücke zu bringen, im Hinblick auf Paragraph 69 C Nummer 1 wird eine unbeschränkte Nutzungsmöglichkeit eröffnet. Es werden keinerlei Anforderungen an die Ausführung des Programms gestellt. Grundfreiheit Nummer 1, beziehungsweise die zweite Grundfreiheit, lautet, ich kann gucken, wie das Programm funktioniert. Jetzt sagen Sie, haben wir doch gerade gesehen, darf ich nach 69D doch ohnehin? Und ich darf es an meine Bedürfnisse anpassen. Das darf ich nicht im Urheberrecht, das ist also ein Mehr. Allerdings meinen die hier mit Study how the program works nicht, dass ich mir das Programm starte und gucke, wie es funktioniert, sondern sie verlangen, dass wir den Quelltext angucken kann, also sehen kann, wie es gemacht ist. Das heißt, ich kriege nicht nur den Teller mit Suppe und kann ihn nachkochen, sondern ich kann dem Koch über die Schulter gucken, wie er die Suppe zubereitet hat. Ich kann mir also angucken, wie es programmiert ist. Das ist die zentrale Grundfreiheit Nummer 1. Klingt auf den ersten Blick relativ harmlos. Allerdings, die Mehrzahl der Software, die Sie kennen, ist gerade nicht Open Source, weil niemand Ihnen den Quelltext gibt. Open Source Produkte, die Sie kennen, sind zum Beispiel Google Chromium, das heißt die Browser-Technologie, die Chrome zugrunde liegt. Deshalb kann Edge auch die gleichen Funktionen wie Chrome anbieten. Oder LibreOffice bzw. OpenOffice als Textverarbeitung. Oder der Darwin-Kern von macOS, das heißt die Betriebssystemfunktionen von macOS in alten Versionen. Oder eben große Teile der Programmiersprache Java. Die zweite Grundfreiheit oder dritte, je nachdem, wenn Sie bei Null anfangen, ist die Freiheit, die Software an Dritte weiterzugeben. Das heißt, auch keine Beschränkung im Hinblick auf Verbreitung, aber auch nicht im Hinblick auf Vervielfältigung. Ich kann also jedem eine Kopie weitergeben. Das heißt, jeder, der es haben will, darf eine Kopie von mir bekommen, damit der eben auch die aktuellste Version mit den besten Fehlerberichtigungen hat. Und die dritte Freiheit ist diejenige, die auch eine Pflicht mit sich bringt. Ich habe nämlich das Recht, das Programm zu verändern. Ich darf also jederzeit ändern, was ich will. Und ich muss dann diese Änderung auch wieder der Allgemeinheit auf Anfrage zugänglich machen. Das heißt,
wenn jemand wissen will, was hast du daran geändert, dann hat er einen Anspruch gegen mich, dass ich ihm meine geänderte Version zur Verfügung stelle. Das sind die vier Grundfreiheiten für offene Software. Und jede Lizenz, die diese vier Voraussetzungen erfüllt, egal was sonst noch drin steht, gilt als Open Source Lizenz. Wenn irgendwelche der vier Freiheiten fehlen, ist es kein Open Source. Wichtig ist den Open Source Leuten, dass man von freier Software mit großem F spricht, weil sie sagen, es geht nicht darum, dass es kostenlos ist wie bei Freeware, also nicht free like in Beer, sondern dass es um Freiheit geht im Sinne von Grundfreiheit wie Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit. Das heißt, um was Hehres, Idealistisches, die Gestaltungsfreiheit, die Eigentumsfreiheit, das sei wichtig, nicht die Kostenfreiheit. Also nicht, dass es kein Geld gibt. Deshalb gibt es auch Open-Source-Software, die Geld kostet, falls Sie es kaum glauben können. Das heißt, es gibt Programme, für die Sie Geld bezahlen müssen, obwohl der Quellcode verfügbar ist. Das schließt sich nicht aus. Der einzige Zwang ist, dass Sie Ihre Verbesserungen und Änderungen unter die gleiche Lizenz wie das Original stellen. Das ein Krechkurs im Softwarerecht. Sie wissen, über Softwarerecht kann man noch ganze Wochen und Monate reden. Ich habe mal eine eigene Klausur Software gemacht. Vorlesung Softwarerecht, 2 Semester Wochenstunden. Also da kann man sehr viel mitmachen, gerade wenn man da über Vertragsgestaltung redet oder Ähnliches. Sie haben das große Glück, dass Sie diese ganzen Details nicht wissen müssen, denn da wird man verrückt von und das ist extrem praxisnah und verwirrend. Je nachdem, ob Sie da auf die kleinen oder die großen Unternehmer gehen, wird es dann durchaus komplizierter. Das zweite, außer dem Computerprogramm, was man braucht, um moderne Datenverarbeitung zu machen, sind Daten. Und ich mache jetzt mit Ihnen keine Vorlesung Datenrecht oder Datenschutzrecht, obwohl Datenschutzrecht auch eine spannende Sache ist, sondern es geht hier um Datenbanken. Und wir haben schon gesprochen über Datenbankwerke im Sinne von § 4 Urheberrechtsgesetz. Aber es gibt daneben auch das sui generis Recht an Datenbanken nach 87a, das ich auch schon mal im Rahmen der Leistungsschutzrechte erwähnt habe. Und das war auch eine große Innovation der Europäischen Union. Sie müssen sich dazu vorstellen, 1994/95 hatte die EU-Kommission die Beobachtung, die Welt wird künftig auf Daten basieren und der Staat, der den Unternehmen es am attraktivsten macht, Daten bei ihnen zu verarbeiten, wird der Vorreiter werden. Und sie haben sich gefragt, was können wir tun, um die Datenverarbeitung in die EU zu holen? Also was können wir tun, dass große Datenkragen in der EU sitzen? Und sie haben gesagt, wir bieten denen was, was kein anderer Staat hat. Wir bieten denen ein Monopol, ein staatlich garantiertes Monopol, wie im Urheberrecht, wie im Patentrecht, wie im Markenrecht, ein Datenbankrecht. Und dazu hat die EU in ihrer großen Weisheit eine Richtlinie erlassen, nämlich die Datenbankrichtlinie. Und die Datenbankrichtlinie sieht vor einen Schutz für Sammlungen von Daten. Und zwar sowohl Daten, die offline genutzt werden, das heißt in den 90er Jahren auf CD-ROM oder DVD, sagen wir mal BGHZ auf CD-ROM oder, weiß ich nicht, der Schönfelder auf CD, als auch online im Internet, sagen wir so Datenbanken halt wie BackOnline oder Juris. Nicht vom Datenbankschutz umfasst ist der Schutz der zugrunde liegenden Software. Das sagt § 4 ausdrücklich. Und auch nicht der Schutz der Inhalte. Das heißt, es kann eine Datenbank geben, wo nichts drin ist, was urheberrechtlich geschützt ist. Eine Datenbank von mittelalterlichen Minnegesängen oder eine Datenbank von Messergebnissen über Erdbebenforschung, nicht Erdbeerenforschung. All das wäre urheberrechtlich, das wäre durch das sui generis Recht umfasst. Das Coole daran ist, dass das sui generis Recht keine eigene geistige Schöpfung voraussetzt.
Wenn Sie eine eigene geistige Schöpfung haben, kriegen Sie unstreitig einen Schutz, und zwar sogar nach dem TRIPS-Abkommen, was ja bekanntlich Teil der Welthandelsorganisation ist und damit fast universell akzeptiert ist. Auch in den USA werden Ihnen kreative Datenbanken geschützt, also die Top 10 Hits des Jahres 2021 wird sofort geschützt, egal wo Sie sind. Stattdessen hat die EU gesagt, für Ihr sui generis Recht kommt es auf Kreativität nicht an. Datenbanken werden auch dann geschützt, wenn weder eine kreative Anordnung vorliegt, noch eine kreative Auswahl. Das ist deshalb cool, weil es auch das erfasst, was wir heute als Big Data kennen. Das gab es in den 90er Jahren noch nicht, aber genau das ist hiermit umfasst. Das heißt, riesige Datensammlungen, die nicht sortiert sind und nicht irgendwie eine Auswahl enthalten, sondern alles enthalten, was man sich vorstellen kann. Und die EU hat gesagt, das ist die Zukunft. Wenn wir den Leuten ein Recht geben, dann werden die kommen. Und sie sind damit dann zu ihren Freunden gegangen. In USA, in Kanada, in Japan, in Südkorea. Und haben gesagt, guckt mal, was wir für eine tolle Idee haben. Wir gewähren den Leuten für 15 Jahre ein Monopolrecht. Für so coole Sachen wie Telefonbücher. Für so coole Sachen wie Suchmaschinendaten. Wollt ihr das nicht auch machen? Das ist doch cool, da freuen die Unternehmen sich. Und alle Staaten dieser Welt haben gesagt, ach nee, lasst mal, brauchen wir nicht. Dann ist die EU nach Genf gegangen, zur Weltorganisation für geistiges Eigentum, hat gesagt, hört mal, wir haben da eine tolle Sache, wir haben ein Leistungsschutzrecht für Datenbanken und das braucht keine Kreativität, machen wir doch einen völkerrechtlichen Vertrag, machen wir ein Übereinkommen über Datenbankschutz. Und sie haben ein Übereinkommen gemacht und die einzelnen Mitglieder sind die EU-Staaten. Niemand anderes wollte da mitmachen. Sie sehen an der ganzen Sache, der Renner war es wohl nicht. Jetzt sagen Sie, okay, es mag kein Renner gewesen sein, aber wenn wir das als einzige Anbieter, als einzige Ländergruppe der Welt, als Staatenverbund und kein anderer hat das, dann werden doch wohl die ganzen Datenkraken ihren Sitz in der EU haben. Denn nur hier kriegen Sie einen rechtlichen Schutz. Nirgendwo anders kriegen Sie den. Und die Antwort lautet, auch das hat nicht geklappt, denn Sie wissen alle, die großen Datenverarbeiter sitzen dummerweise nicht in der EU, sie sitzen in den USA. Die EU hat, die EU-Kommission hat auch ihre Richtlinie evaluiert und hat festgestellt, ja, nach gründlicher Prüfung, es hat eher schlechte als positive Folgen gehabt. Es hat Marktzutrittsschranken verursacht, es hat möglicherweise Start-ups verhindert, es ist möglicherweise förderlich für eine Monopolisierung von Informationen. Aber wir haben das schon mal beschlossen, dann lassen wir es auch dabei. Wir heben es doch nicht nochmal auf. Was einmal steht, das steht. Und vielleicht wird es ja besser. Wir warten mal ab. Also Sie sehen, diese Datenbankrichtlinie, ein Innovationsprodukt der EU. Nicht alles, was die EU macht, ist ein Renner. Also diese Richtlinie ist eher der Rohrkrepierer. Es hat relativ lange gedauert, bis wir Rechtsprechung hatten, die diese Richtlinie vernünftig konkretisierten. Und die wesentliche Entscheidung, die wir schon gehört haben muss, ist die Fixtures-Marketing-Entscheidung des EuGH. Und da geht es darum, was ist überhaupt eine solche Datenbank? Wie niedrig ist denn die Anforderung? Und wenn Sie in 87a reinschauen, brauchen Sie nur Elemente, die sich voneinander trennen lassen, ohne dass der Wert des Einzelelements beeinträchtigt wird. Und Sie brauchen zweitens irgendeine Methode, um die Elemente aus der Sammlung wieder rauszuholen. Und der EuGH hat gesagt, das ist selbst der Fall bei einem Spielplan einer Fußballliga. Wenn Sie also wissen, in der EM spielt, keine Ahnung, Deutschland gegen Portugal und das ist an einem bestimmten Tag, dann ist das ein Datum. Und wenn es noch mehr als ein Datum gibt, haben Sie schon eine Datenbank. Das heißt, die Datenbank ist relativ leicht zu erstellen. Sie brauchen einfach nur meinen Terminkalender zu gucken. Schon haben Sie eine Datenbank. Allerdings, 87a hat ja zum Glück noch eine weitere Voraussetzung. Und das war die Rettung im Fixtures-Marketing-Urteil. Denn
Sie brauchen eine wesentliche Investition. Und diese wesentliche Investition kann entweder im Umfang liegen, das heißt viel Geld, oder im Inhalt der Investition. Und sie muss sich beziehen auf die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung der Daten. Und die wesentliche Innovation des EuGH war, dass der EuGH gesagt hat, die Erstellung der Daten bleibt außer Betracht. Und das war für unsere Fußballliga ein großes Problem, weil es durchaus schwierig ist, einen solchen Plan herzustellen, wer wann wo spielt. Denn sie müssen ja sicherstellen, dass es Hinspiel und Rückspiel gibt bei den meisten Ligen. Sie müssen weiterhin feststellen, dass die auch alle können zu der Zeit, dass die Anreisen nicht zu knapp sind, dass die Spiele stattfinden zu einer Zeit, wo auch Zuschauer zugucken können. Also wenn sie das Spiel um 3 Uhr morgens machen, dann guckt halt keiner zu, dann haben sie keine Werbeeinnahmen. Und das kann logistisch durchaus schwierig sein, insbesondere auch in Corona-Zeiten. Sie wissen, in Bayern kann man immer spielen, in London vielleicht nicht mehr wegen Delta-Variante. Und insoweit sehr aufwendig. Der EuGH sagt, das bleibt außer Betracht, weil die Erstellung der Daten ist kein in § 87a genannter Faktor, nur die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung. Beschaffung setzt voraus, dass die Daten schon vorhanden sind, ich sie nur finden muss. Das ist bei den Matches nicht der Fall, denn in dem Moment, wo die vereinbart sind, ist es leicht, die rauszufinden, dass der Beschaffungsaufwand null für denjenigen, der es arrangiert hat. Die Überprüfung ist hier auch null, weil die Daten sind halt gültig. Da gibt es keine falschen Eingaben oder Ähnliches, wo ich validieren muss. Und auch die Darstellung ist hier nicht aufwendig, weil ich muss einfach nur eine Tabelle anlegen, um so und so viel Uhr spielt der gegen den. Beim Telefonbuch zum Beispiel sagt man, ist der Aufwand für Beschaffung und Überprüfung hoch, denn Sie müssen ja erstmal alle Telefonnummern sammeln von allen Leuten und Sie müssen gucken, ob die jörtlich umgezogen sind oder Ihr Telefon abgemeldet haben. Das heißt, da sagt man, liegt ein entsprechender Aufwand vor. Die große Problematik des Datenbankrechts ist, dass eine Datenbank immer wieder einen neuen Schutz erlangt, wenn sie wesentlich geändert worden ist. Das heißt, sobald im wesentlichen Umfang eine neue Investition erfolgt ist, im Hinblick auf Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung, beginnt wieder eine neue Schutzfrist. Und zwar nicht nur für den geänderten Inhalt, sondern für alles, was da drin ist. Wenn die Datenbank also laufend aktualisiert wird, haben Sie auf Datenbanken einen ewigen Schutz, der nie endet. Nicht 70 Jahre nach dem Tod, nicht 100 Jahre nach dem Tod, sondern nie. Er erneuert sich, solange Sie die Datenbank weiter pflegen. Damit dieser ewige Schutz nicht die komplette Zivilisation erdrückt, hat man allerdings den Umfang des Schutzes versucht einzudämmen. Verboten ist nämlich nur die Nutzung der Datenbank insgesamt, das heißt, Sie kopieren die komplette Datenbank, oder die Entnahme wesentlicher Teile oder unwesentlicher Teile, wenn sie wiederholt und systematisch erfolgt und der normalen Nutzung zuwiderläuft. Das heißt, einen einzelnen Datensatz dürfen Sie normalerweise aus der Datenbank entnehmen, ohne dass Ihnen der Berechtigte das verweigern kann. Der Datenbankhersteller kann nur verhindern, dass Sie eine Schattendatenbank aufbauen oder dass Sie durch wiederholte Entnahme quasi die ganze Datenbank ausleeren und übernehmen. Rechtlich relevant ist nicht nur der Abruf, sondern bereits die Suche, weil schon die Anzeige der Suchergebnisse für Sie eine relevante Information sein kann. Es muss nicht unbedingt der verlinkte Volltext abgerufen werden. Wenn Sie also in Beck Online suchen nach Urheberrecht Datenbank und da 20 Treffer kriegen, dann ist allein diese Trefferliste schon urheberrechtlich relevant. Ebenso relevant ist natürlich der Abruf der Einzeldokumente, weil Sie auch dazu auf die Datenbank zugreifen müssen, und die Einspeicherung. Die Schutzdauer ist auf 15 Jahre begrenzt,
15 Jahre ab der erstmaligen Veröffentlichung. Das klingt auf den ersten Blick extrem kurz, denn wenn Sie überlegen, Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod, dann ist 15 Jahre ab Herstellung ja nichts. Allerdings, die 15 Jahre beginnen immer wieder neu, sobald Sie eine wesentliche Änderung vorgenommen haben, sodass bei einer reinen Online-Datenbank Sie ohnehin nie an die volle Kopie kommen. Denn um eine Kopie herzustellen, bräuchten Sie erstmal alle Originaldaten. Wir haben gesehen, neben dem Schutz nach 87a folgende gibt es auch den Schutz nach 4 Absatz 2. Und für den Schutz nach 4 Absatz 2 gelten die normalen Schranken des Urheberrechts. Die Datenbankrichtlinie hat aber auch hier in chirurgischer Weise Modifikationen vorgenommen. Insbesondere wird die Privatkopie eingeschränkt nach 53.5. Ich darf das Ganze nur für die nicht gewerbliche Nutzung machen. Und ich darf nach § 23 Absatz 2, nicht Satz 2, die schöpferische Struktur nicht verändern, wenn ich eine Bearbeitung für mich herstelle. Also auch hier das, was wir normalerweise im Urheberrecht haben, wird für die Datenbank zurückgefahren, weil eben die EU in den 90er Jahren die Zukunft in den Daten sah und da eben möglichst starke Anreize durch starke Rechte setzen wollte. Gut. Was darf man nun bei den Datenbanken nach 87a? Wenn Sie da mal in 87e reinschauen, dann ist 87e die Schrankenbestimmung für das Leistungsschutzrecht. Und 87e ist sehr frustrierend, denn er sagt Ihnen im Wesentlichen nur, dass Sie das dürfen müssen, was zur üblichen Nutzung erforderlich ist. Es ist auch ganz anders formuliert als sonstige Schranken, denn es sagt vertragliche Vereinbarungen, durch die der Eigentümer die Nutzung der Datenbank beschränkt, sind unwirksam, soweit dadurch die Handlung die normale Auswertung verhindern würde. Das heißt, es gibt im Grunde einen sehr weitgehenden Schutz des Datenbankherstellers gegenüber dem Datenbanknutzer. 87e sieht auf den ersten Blick weiter aus, als er ist, weil er gerade umgekehrt die Drei-Stufen-Theorie formuliert. Er sagt nämlich, ich darf durch Vertrag nur etwas verbieten, wenn das Verbotene die normale Auswertung verhindert oder meine Interessen unzumutbar beeinträchtigt. Allerdings gerade bei Datenbanken sind die Auswertungswege sehr eingeschränkt. Sie können Datenbanken entweder nutzen, indem sie die Leuten den Zugang pro Seite verkaufen. Sie kennen das bei Back Online, wo dann da steht, Sie können dieses Dokument nicht aufrufen, schließen Sie ein Abo ab. Oder indem Sie eine Flatrate verkaufen und sagen, jeder, der meine Datenbank kauft, hat Zugriff auf alles. Das haben Sie zum Beispiel, wenn Sie irgendwelche Musikanbieter oder Ähnliches kennen, da kriegen Sie dann eine Flatrate. Zum Beispiel bei Netflix kriegen Sie halt das Gesamtpaket. Und wenn Sie diese Verwertungswege sehen, ist es relativ schwer, eine Variante sich vorzustellen, wo man überhaupt einen Zugriff nehmen kann, ohne diese Nutzung zu beeinträchtigen. So, damit wären wir auch schon am Ende bei diesem rechtspolitisch schwierigen Thema. Wir werden nächste Woche weitermachen mit den Digitalthemen und dann auch noch sprechen über die Durchsetzung des Urheberrechts. Und dann sind wir in der Tat auch schon fast am Semesterende. Dann kommt noch eine Veranstaltung zum Internationalen und dann noch eine zusammenfassende Abschlussveranstaltung und dann sind wir durch. Also insgesamt noch 3 Termine und ich hoffe, dass Sie dabei bleiben. Wir sehen uns dann nächste Woche.
und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. Ich hätte noch eine Frage, wenn es darum geht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und Verbreitung beziehungsweise Vervielfältigung. Jetzt ist es ja so, dass bei unkörperlichen Gegenständen, zum Beispiel wenn wir zum Downloaden im Internet anbieten, wir eine öffentliche Zugänglichmachung haben, einfach weil es an der Körperlichkeit scheitert, sodass es nicht zu einer Vervielfältigung unmittelbar kommt. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Software im Internet zum Download anbiete, wenn es jetzt aber so ist, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, im E-Mail-Postfach ein geschütztes Word-Dokument von einem Autor irgendwie an meinen Kumpel weitergebe, indem ich ihm das über E-Mail schicke, dann habe ich dann auch immer noch nur die öffentliche Zugänglichmachung, weil... Nein. Also es ist genau ja noch auf wie dem wenn Server. Ich runterladen oder hochladen. Das, sowohl wenn beim ich, Runterladen als auch beim Hochladen wird vervielfältigt. Genau, also ich habe im Prinzip mehrere Stufen. Ich muss es ja erstmal ins Programm, also ins E-Mail-Programm muss ich es ja erst hochladen, da habe ich eine Vervielfältigung. Und wenn ich es ihm dann schicke, dann müsste es ja eigentlich erst nur, also müsste es ja immer noch nur öffentliche Zugänglichmachung sein. Nein, es ist keine öffentliche Zugänglichmachung. Warum in dem Fall dann nicht? Aus zwei Gründen. Zum einen machen sie es nicht Mitgliedern der Öffentlichkeit zugänglich, sondern eben nur ihrem Freund, das heißt individuell, das ist sozusagen nicht öffentlich. Dann scheitert schon. Kriegt ja nur einer, wenn sie es ihrem Freund schicken. Und zum Zweiten haben sie eine Kopie hergestellt, in dem Moment, wo es auf irgendeinem Server liegt. Egal, ob auf ihrem E-Mail-Server oder auf seinem E-Mail-Server liegt. In dem Moment, wo sie eine E-Mail schicken, landet eine Kopie auf seinem E-Mail-Postfach. Und das ist eine körperliche Vervielfältigung, weil auf der Festplatte liegen Daten. Und die Festplatte ist ein physischer Gegenstand und damit ist es eine Vervielfältigung. Aber wenn dann der EuGH sagt, dadurch, dass wenn es um diese E-Books ging, dass Tom Cabinet diese E-Books auf diesem Server hinterlegt hat, dann haben die sich da ja eigentlich schon vervielfältigt, oder nicht? Die haben durch das Hinterlegen die Dinge vervielfältigt. Aber das ist noch nicht das große Problem, weil mit der Vervielfältigung können die kein Geld machen. Das ist eine Kopie. Also das Hochladen führt zu einer Kopie. Das, was eigentlich das sozusagen interessant macht für die Verlage, ist, dass es dann runtergeladen werden kann. Das heißt, die Gefährdung liegt darin, ich habe es der Allgemeinheit zugänglich gemacht, damit die Allgemeinheit das runterladen kann. Ah ja, Sie okay. Das sozusagen als, ich muss das als dreiaktigen Tatbestand sehen. Der erste Schritt ist, ich lade es hoch, das ist die erste Vervielfältigung. Und solange es online abrufbar ist, habe ich es zugänglich gemacht. Und wenn es jemand runterlädt, macht der eine weitere Vervielfältigung. Ah ja, okay. Also es sind sozusagen Vervielfältigungen immer hoch- und runterladen, sind jeweils Vervielfältigungen. Ah ja, okay. Alles ein Dauerdelikt sozusagen, bis zu dem Moment, wo ich den Zugang kappe. Ah, okay, alles klar. Dankeschön. Also es ist verwirrend, weil man immer von körperlich spricht, aber körperlich meint wirklich eigentlich nur, dass ich am Ende zwei Blöcke von Daten habe. Vorher sind einmal die Elektronen auf meiner Festplatte und hinterher habe ich eine Kopie der Elektronen auf meiner Festplatte, die bleibt. Und eine weitere Kopie auf dem Server. Und beim E-Mail-Versand habe ich im Zweifel sogar zwei Kopien hergestellt. Ich habe nämlich eine auf meinem Server im gesendete Objekte-Ordner und eine auf dem Posteingang des Empfängers in dessen Ordner. Okay. Wenn der das dann von seinem Ordner runterlädt, hat er noch eine weitere Kopie hergestellt. Die sehen sozusagen, es wird relativ schnell relativ viel. Ja. Okay. Alles da. Bitte. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.